Ja, herzlich willkommen zu unserem fünften Gründerplausch, zur fünften Episode dieses Formats. Und wir müssen gleich am Anfang eine kleine Besonderheit verkünden, denn manche von euch sehen uns jetzt auch gerade. Wir haben eine Kamera aufgebaut. Das liegt daran, dass wir gerade Filmaufnahmen machen So sieht's aus. für unsere Future Leadership E-Academy. Und ja, mein Gott, wenn das Setting schon mal da ist, dann nehmen wir nicht nur einen Podcast auf, hier mit dem Rechner und dem Mikrofon, sondern auch, wir sehen es jetzt vor euch, ihr seht es natürlich nicht, eine große Kamera mit irgendwie tollem Licht hier rechts und links und ein Greenscreen hinter uns, wo wahrscheinlich später, was ich, der Starnberger See oder New York City eingeblendet wird Genau. und richtigen tollen Mikrofonen hier und so. Das ist schon eine beeindruckende Technik. Das ist schon ganz irre. Unser Kompagnon Robert hat sich ins Zeug gelegt. Das sieht aus wie ein waschechtes Studio hier. Das heißt, wenn du gerade den Podcast hörst und uns noch nicht siehst und das Gelüst verspürst, uns beiden auch mal beim Reden zu sehen und nicht zu hören, dann geh auf den Link zum Video. Genau. So. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Inhalt dieser Folge beschäftigen. Wo wir sind, hast du schon gesagt. Und was wir typischerweise immer machen, ist uns einmal darüber zu unterhalten, was wir so in den letzten Wochen gemacht haben. Du warst Skifahren. Genau. Ich glaube, in dem letzten Gründerplausch habe ich ja schon angekündigt, dass ich einen Workshop haben werde mit einer total spannenden Firma, die jetzt so in dieser Grenze angekommen ist, wo man Gefahr läuft, kaputt zu wachsen. Also sich die ersten Praktiken einhandelt, die eher zu dem alten telleristischen Betrieb passen und die man sich einfach so, ohne darüber nachzudenken, mitnimmt. Und dann findet man sich wieder in einer Situation, in der man eigentlich gar nicht sein wollte und wo diese Praktiken einen in der Wertschöpfung stören. Und ich finde das total cool, dass diese Firma sich zu dem Zeitpunkt damit beschäftigt und so früh und dass die halt erkannt haben, dass es möglich sein könnte, dass sie jetzt gerade an diesem Punkt angekommen sind, wo ihre natürlichen Strukturen, die perfekt zu ihrem Markt passen, perfekt zu der Umgebung passen, in Gefahr geraten. Und wir hatten einen richtig coolen Workshop, haben einen Tag nur zusammengearbeitet. Und ich habe jetzt vor, wann war das gestern, glaube ich, habe ich eine E-Mail bekommen von dem Geschäftsführer, der meinte, wir haben jetzt schon die individuellen Zielvereinbarungen abgeschafft und wir haben ein Veränderungsteam eingerichtet. Also die haben echt was mitgenommen aus dem Tag. Das war echt cool. So fühlt sich das schön an, wenn man in einem Tag so viel Wirkung erzielen kann. Und dann war ich halt mit dem Geschäftsführer, mit dem einen von den beiden und seinen Kompagnons. Das ist so eine Truppe, die sich aus alten Bosch-Zeiten gefunden hat. Die haben sozusagen Trainees bei Bosch, die inzwischen alle in unterschiedlichen Stellen bei Bosch oder auch außerhalb von Bosch beschäftigt sind. Mit denen war ich dann Skifahren am nächsten Tag. Bei bestem Wetter, lange nicht mehr so gute Bedingungen In der gehabt. Schweiz. Nee, in Österreich, in Zürs. Ja. Perfekter Schnee, perfekte Sonne. Sogar ein bisschen Sonnenbrand bekommen. War echt ordentlich. Also insofern eine sehr, sehr schöne Woche, die ich da hatte. Danach war ich noch kurz in der Schweiz bei einem Kumpel und bin dann wieder nach Hause geflogen. Und dann haben wir noch letzte Woche gemeinsam ein Future Leadership Seminar gemacht. Das ist der erste Teil Ausbildung. unserer Ausbildung. Und die war in Köln im Startplatz. Das ist so eine Art großer Coworking Space, ein riesiger Coworking Ist echt groß, Space ja. im Mediapark in Köln. Und wir hatten sogar Besuch vom Kanzlerkandidaten der SPD. Martin Schulz kam plötzlich, als wir Mittagessen waren, Limousinen bewaffnet irgendwie da an und ließ sich Nicht zu wohl, unserem Seminar, muss man dazu ja, sagen. das stimmt, aber er ließ sich wohl den Stadtplatz da zeigen, aber ist klein der Mann. Scheint sich bei Politikern irgendwie so durchzusetzen, dass die alle klein sind. Ach so. Ja, das war gut wieder, ne? Ja, es Eine war eine gute tolle, Gruppe. tolle, tolle Gruppe. Wieder ganz anders, ne? Diesmal Bestimmt. 8 Frauen auf 4 Männer. Guck mal, habe ich gar nicht drauf geachtet. Das Aber du hast Verhältnis recht. ist ganz ungewöhnlich. Ja. Oft ist es pari oder mal ein paar mehr Männer, aber so rum Es waren großartig. wieder, jetzt diesmal wieder ein paar mehr Externe dabei, ne? Sonst ist es ja immer eher mehr Interne, weniger Externe. Stimmt. Diesmal waren wieder ein paar mehr Berater dabei. 50-50 oder so, Naja, ne? ungefähr. Ja, war schön. Ja, so. Normalerweise lesen wir dann immer Bewertungen vor. Genau, es sind aber Aber. keine neuen eingetroffen, jedenfalls nicht direkt bei iTunes. Das ist, Schreibt doch mal bitte, wer da ja genau, bewertet. schreibt doch mal bitte da rein.
Nicht nur, weil ihr dann vorgelesen werdet im nächsten Gründerplausch, sondern auch wieder, weil es andere dazu motiviert, weitere Folgen zu hören. Und das motiviert uns wieder, welche zu machen. Genau. Aber was ganz besonders war, es war ein Gründerplausch, der extrem viele Zugriffe hatte. Das hat alles getoppt, was wir vorher als Podcast hatten. Quasi doppelt so viel am ersten Tag. Ja, Wahnsinn. Das lag sicherlich auch ein Stück weit an der Brisanz, könnte man sagen, des Themas. Da haben viele eine Meinung zu, viele Berührungen im Alltag mit. Und es gab viele, viele Zuschriften, die wir bekommen haben. Die einen oder anderen kritisch, die einen oder anderen sehr lobend, die wieder andere haben dieses sehr differenzierte Auseinandernehmen irgendwie gelobt. Das war schön. Das war echt gut. Genau. Und es gab eine ganz besondere Rückmeldung, nämlich von unserem Mitglied Benjamin Inger, der ja schon viele Events besucht hat. Und der sagte, naja, könnt ihr nicht mal wieder was abfeiern? Könnt ihr nicht überhaupt mal was abfeiern? Ihr seid immer so destruktiv. Ja, und das machen wir jetzt einfach mal. Das machen wir mal. Er hat ja so recht. Genau. Vielen Dank, Benjamin, für dieses Feedback. Wir feiern jetzt mal was ab. Und zwar ein Beispiel aus einer Firma, die wir begleiten durften, bei der man gar nicht so unfassbar viel tun musste. Ne? Die musste man nur davor bewahren, dass sie sich in den... Ja, dass sie die tollen Strukturen, die sie sich aufgebaut haben, dadurch vernichten, dass sie sich jetzt irgendwie künstlich mit New Work beschäftigen und partizipative Strukturen aufbauen, wo es gar keine braucht, weil die waren unglaublich gut organisiert, sehr performant, genau passend zu ihrem Markt. Ein SAP-Dienstleister, Softwareentwicklung, Softwarelösungen aus dem SAP-Haus angepasst an ihre Kunden, Automobilhersteller hauptsächlich als Kunden und 450 Mitarbeiter, habe ich das richtig erinnere? Ja, die Größenordnung. Rasend schnell gewachsen. Unglaublich schnell gewachsen. Und die haben sich unter anderem mit einem Vorsatz gegründet, nämlich Bürokratie zu vermeiden. Und dann ist eine coole Geschichte entstanden, die wir abfeiern wollen. Genau, und zwar, wie es sich für ein Beratungshaus gehört, könnte man sagen, muss dort viel gereist werden. Und das tun nun mal viele Berater, längst nicht alle, aber viele, gerne mit Autos. Erst recht, wenn man es für Automobilunternehmen macht, dann hat man meistens auch Mitarbeiter, die irgendwie ein Faible für Autos haben. Und so war das auch bei diesem Unternehmen. Und so bekam quasi jeder, der irgendwie in Beratungsaufgaben drinsteckte, einen Dienstwagen. Und von Anfang an gab es auch hier keine Bürokratie. Also das Einzige war der Wunsch, lass uns die Autos nehmen, für die wir auch arbeiten, also der Hersteller, für die wir auch arbeiten. Aber ansonsten gab es keine Vorgabe. Und dann gab es diesen einen Fall, wo eine neue Mitarbeiterin begann und sie den Wunsch hatte, ich hätte gerne einen orangenen Beetle Cabrio. Ein orangenes Beetle Cabrio. Und hätte ich ja verboten. Hätte ich ja sofort verboten. Haben die nicht. Ich glaube, sie haben 5-mal geschluckt, wie sie es erzählt haben. Und wer fährt schon ein orangenes Beetle Cabrio? Ja, und dann hat man auch mal nachgefragt irgendwie. Das ist doch, stell dir vor, du bleibst nicht so lange. Du fängst ja gerade erst an. Und dann ist das, den Wagen will ja keiner aus unserer Mannschaft. So, und den werden wir ja auch nur zu sehr hohen Kosten wieder los. Da fühlen wir uns irgendwie nicht ganz wohl mit, aber sie sagte, doch, nun, ich bin ja gekommen, um zu bleiben und nicht gleich wieder abzuhauen und ich würde den Wagen im allerschlimmsten Falle auch irgendwie übernehmen, aber gehen wir doch einfach alle davon aus, dass ich bleibe und dann kriegen wir diese, ich glaube, 3 Jahre Leasing-Zeitraum auch locker hin und so. Ja, alles klar, okay, machen wir so und dementsprechend hat sie den Wagen genommen, aber es kam natürlich, wie es kommen wollte, aus welchen Gründen auch immer, ich kenne sie nicht, hat diese Mitarbeiterin nach relativ kurzer Zeit das Unternehmen verlassen. Und ja, wie auch immer, es schien so zu sein, als wenn sie sich nicht mehr daran erinnert, dass sie den Wagen auch übernehmen wollte. Jedenfalls war es nicht vertraglich geregelt. Nun stand er da, dieser orangene Beetle. Und der ist quasi sowas wie ein Sinnbild für das ganze Unternehmen geworden. Der ist richtig in die Kultur eingegangen, weil man sich noch Jahre später, man musste nur das Wort orangenen Beetle sagen und alle fingen an zu grinsen. Selbst die weder diese Mitarbeiterin noch den Beetle selber jemals gesehen haben, wussten, was damit gemeint war. Und jetzt ist es spannend. Meistens entstehen ja Richtlinien, Regeln aus der Empörung über einen Einzelfall. Ja. Und empört haben die sich damals auch.
Aber sie sind jetzt, sie haben jetzt diesem Reflex quasi irgendwie widerstanden zu sagen, okay, dann müssen wir das jetzt mal sauber aufschreiben. Bei uns gibt es nur dunkle Autos. Das wäre jetzt ja vielleicht der erste. Und ein Beetle nehmen wir schon mal eh gar nicht, sondern nur diese und diese und diese Klassen. Und Cabrio geht auch nicht. So. Das wäre ein sehr natürlicher Reflex. Aber die Gründer des Unternehmens erinnerten sich quasi an einer ihrer Gründungsvorsätze, nämlich lass uns mal so wenig Bürokratie, wie wir es irgendwie hinkriegen, aufbauen. Und haben gesagt, ja mein Gott, wir lassen es bleiben und wir erzählen uns diese Geschichte von dem roten oder dem orangenen Beetle weiter, aber wir machen keine Dienstwagenrichtlinie draus. Und das finde ich den totalen Hammer. Das ist schon bemerkenswert. Das schaffen sicherlich nur wenige. Das muss man abfeuern. Genau, das feiern wir ab, lieber Benjamin. Nicht nur für dich, sondern für jeden Zuhörer auch. Das ist eine echt coole Geschichte. Pony, das, was ich daran so stark finde, ist ja, was sie damit geschafft haben, muss man nochmal herausstellen. Sie haben damit geschafft, dass man beim nächsten Mal sich nicht auf irgendeine interne Referenz beruft, nämlich auf die Dienstwagenregelung, genau, sondern man beruft sich auf diesen kulturellen Verdauungsprozess, der damals stattgefunden hat, und erinnert sich, was das bei uns im Unternehmen bedeutet. So. Und das ist eigentlich viel kraftvoller als die Regel, die ja jegliche Verantwortung dem Mitarbeiter wegnimmt. Ja, und jeder spürt quasi selber den Schmerz von damals wieder, ne? Und kann, ja, genau, kann sich irgendwie selber erklären, was er wohl jetzt auslösen würde, wenn er ein ähnliches Desaster wieder anrichten würde, ne? Und natürlich bringt es das Unternehmen auch nicht um. Also es ist auch nicht so gefahrvoll, ja, dass man das beibehalten kann. Und sie gehen alle sehr locker damit um. Ich finde das cool. Großer Applaus, ja, an die Kollegen. Die wissen, wer gemeint ist. Nehme ich mal ganz schwer an. Davon muss man den Hut ziehen. Ja. Heißt das jetzt denn, dass man Bürokratie verbieten sollte im Unternehmen? Ja, das ist erstmal, ist ganz lustig, ne? Das ist eine interne Referenz. Also der Vorsatz, wir wollen uns Bürokratie vom Halse halten, ist ja nichts, wofür einen der Kunde einkauft, wofür einem der Kunde Geld gibt, ja, wie man sich vom Wettbewerb differenzieren kann. Sondern das ist letztlich eine Referenz, eine Ausrichtung an einem eigenen Vorsatz, wie lass uns nur rote Bleistifte benutzen oder so. Und wir reden hier oft von internen und externen Referenzen und sagen, interne Referenzen, sich an denen auszurichten, ist schädlich. Mhm. Und insofern könnte man auch hier sagen, also sich an dieser einen internen Referenz zu richten, kann im hohen Maße schädlich sein. Wenn sie nicht eine viel größere positive Wirkung hätten, nämlich diese interne Referenz heißt ja eigentlich, lass uns interne Referenzen vermeiden. Also sie ersetzt diese eine interne Referenz gegen ganz, ganz viele andere, die kommen könnten. Und deswegen ist sie dann doch wieder durchaus als Prinzip sehr, sehr positiv zu verstehen. Ich würde auch sagen, wenn sie als Prinzip genutzt wird, ja, dann ist sie, kann man sie genauso stehen lassen. Also reduziert Bürokratie oder verhindert Bürokratie. Wenn das als Prinzip verstanden wird, super. Wenn man es als Regel missverstehen, ja, würde und jegliche Bürokratie im Unternehmen verhindern würde, nur weil man es sich mal vorgenommen, genau, hat. Dann hätte man ein Problem, weil es gibt ja durchaus Wertschöpfungssituationen in der Organisation, bei der man unbedingt nach Regeln arbeiten sollte. Also wenn ich jetzt an meinen kleinen Ausflug in den Onlinehandel denke, als wir dieses Unternehmen Paleo Jerky gegründet haben, wenn wir da das Bestellmanagement, wenn wir das nicht nach knallharten Regeln betrieben hätten, wo jeder Prozess genau beschrieben wird, da hätten wir so viel Verschwendung betrieben. Also da gehört Bürokratie im besten Sinne, nämlich als Verwaltung der Norm, gehört es hin. Ja, genau. Und insofern, ein schönes Prinzip, schlechte Regel. Oder dieses Beispiel, was ich immer nenne mit der Checkliste im Flugzeug, ob ein Flugzeug flugtauglich ist. Das ist letztlich auch nur eine interne Referenz. Stimmt. Und sie ist nervend wahrscheinlich für den Kapitän, der das im selben Flieger 20 Mal am Tag macht. Und sie ist enervierend und sie ist immer wieder wiederholend. Aber ich bin verdammt froh, dass die das nach einer Checkliste machen, in der quasi das gesamte Wissen von jahrzehntelanger, ja, Luftfahrt gebündelt ist und nicht einen Workshop mit den Mitarbeitern und den Passagieren machen. Ja. Dann würde ich aussteigen. Da ist was Wahres dran. Wollen wir hoffen, dass sie das wirklich immer so machen. Ja. Liebe Piloten da draußen, genau, hört mal zu. Bitte macht ihr das? Ich hoffe doch sehr. So. Ja, aber jetzt nochmal zu Benjamin. Also diese Geschichte kann ja, das Abfeiern macht ja Spaß. So. Richtig. Und wir wären wahrscheinlich nicht wir, wenn wir nicht ein Aber dahinterher schicken würden. Denn
was dieses Abfeiern von Geschichten tut, ist, es macht Mut. So, es gibt ein gutes Gefühl, das gute Gefühl, ja, es gibt Alternativen. Ne? Wir müssen nicht alle in Bürokratiemonstern erstarren. Genau, es stiftet an, es gibt einem die Hoffnung, dass man aus dieser Misere rauskommt. Man kann, es inspiriert einen irgendwie, vielleicht das zu hinterfragen, was man gerade tut. Also all das ist sinnvoll. Aber es hat auch eine riesige Tücke, nämlich man kann daraus nichts lernen. Also im wirklichen ursprünglichen Sinne dieses Wortes, ein Problem dadurch besser zu verstehen, was man gerade selber hat, kann man durch eine Anekdote nicht. Und das ist eigentlich das ist das Motiv dafür, warum wir, wenn wir diesen Podcast betreiben, einen, ich will mal sagen, falsifizierenden Ansatz nutzen. Ne? Ja. Also wir stellen uns immer die Frage, was funktioniert denn nicht und nicht, was funktioniert. Und das muss man schon nochmal ein bisschen auseinanderdröseln. Ne? Wir lassen uns nochmal auf unseren Spicker gucken, was wir dazu so sagen wollten. Na, es ist dieses Prinzip von der amerikanischen Psychologin, deren Namen ich leider wieder vergessen habe, den schreibe ich in die Shownotes rein, deren Buchtitel lautet die positive Wirkung des negativen Denkens. Ja. So, also was ist das Gute daran, mit einer eher falsifizierenden Haltung an die Welt ranzugehen, die für manchen einen etwas destruktiven Charakter haben kann? Warum ist das eigentlich besser? Wie kann man damit schlauer, intelligenter, vielleicht sogar erwachsener durchs Leben gehen, ja, als mit einer Haltung, die nur nach guten Beispielen sucht und die nur nach mutmachenden Sachen sucht? Das ist auch gut, wir wollen das nicht verdammen, aber lernen tue ich eben viel stärker aus der falsifizierenden Perspektive heraus. Lass uns das mal an diesem Beispiel der Organisationsentwicklung und Führung ein bisschen deutlicher machen, denn darum geht es ja. Wenn ich mich mit der Frage beschäftige, was ist das Richtige für meine Organisation? Dann muss man sich nochmal vergegenwärtigen, nochmal vor Augen führen, dass das Problem, mit dem ich mich da gerade beschäftige, die Herausforderung, die ich zu bewältigen versuche, ist eine komplexe Herausforderung. Das heißt, ich versuche ein Problem zu lösen, für das es noch kein Wissen gibt. Also es gibt für mein konkretes Problem, wie meine Organisation gebaut sein muss, damit sie dem Markt umgehen kann, mit dem ganz speziellen Markt, mit den Wettbewerbern, die ich habe, mit den Mitarbeitern, die ich habe, mit dem Standort, an dem ich positioniert bin, mit den Geschäftsfeldern, die ich bediene, all das, kann es noch kein Wissen für die Zukunft geben. Selbst wenn es einen Wettbewerber gäbe, der exakt das gleiche Produkt für den exakt gleichen Markt machen würde, ja, gäbe es immer noch so viele unterschiedliche Einflussfaktoren, so viele Überraschungen, die auf den Wettbewerber nicht, aber auf mich schon einprasseln, dass es eben kein Wissen für die richtige, gute Organisationsform geben kann. Und damit ist begründet, warum man nicht einen Weg beschreiben kann, der in jedem Fall funktioniert. Genau. Es gibt Millionen Wege, die man prinzipiell beschreiben könnte. Wir nennen das Kontingenz. Also ja, es ginge irgendwie alles. Genau. So wie in einer Kommunikation ich über alles reden könnte, so könnte ich als Organisation quasi alles machen. Ja. Aber manches, das ist jedem unmittelbar klar, schließt sich unmittelbar aus. Da fällt mir eine Geschichte ein. Jahrzehnte her, da habe ich einen Kunden, da war ich noch in der Beratung und da hat uns einer rumgeführt, der so kleine Biotechnologie-Teilchen hergestellt hat. Und der erklärte uns, dass dieses Produkt im Verkauf eine Mark, so alt ist er schon, eine Mark kostete. Dann machte er eine kurze Pause und sagte: Aber in der Herstellung sind sie günstiger. Ich fand es so brüllen damals, weil das war Situationskomik, muss man dazu sagen. Also keiner würde auf die Idee kommen, das Produkt billiger zu verkaufen, als das herstellt. Es sei denn, es ist eine geschickte Quersubventionierung. Ja. Also da merkt schon jeder, es gibt manche Wege, die schließen sich quasi aus. Ja. Man würde nur mit einer ganz bestimmten Intention in einer Werbeanzeige hinschreiben, also unser Produkt ist schlechter als das Wettbewerbsprodukt. Also ja, es gibt unmittelbar Sachen, wo jedem sofort klar ist, das wäre doch dumm, so zu tun. Dieser Weg wird mich wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Welche Worte ich in der Anzeige benutzen sollte, weiß ich vielleicht nicht. Aber welche ich nicht benutzen würde, da bin ich mir, naja, zumindest fast ganz sicher. Genau. Das gleiche Prinzip ist es. Ja, man kann also für komplexe Situationen festhalten, dass man sehr wohl sagen kann, was nicht funktionieren kann. Also man kann Wege, die ausgeschlossen sind, die kann man identifizieren. Wege, die möglich sind, gibt es immer noch viele. Genau. Und deswegen lohnt es sich gar nicht,
zu sagen, so geht's. Also man kann diese inspirierenden Beispiele nutzen, man kann von denen erzählen, die machen Mut. Die können natürlich dazu inspirieren, dass man sich fragt, was ist denn mein Weg und kann ich überhaupt vielleicht was anderes machen, als was ich heute mache? Ja. Aber ansonsten taugt es nichts. Und das ist natürlich auch ein Stück weit ein Hinweis auf diese, auf die mögliche Antwort, die man geben kann. Wenn jetzt jemand fragt, ja, aber heißt, also wenn ihr immer nur darüber redet, was nicht funktioniert, wie ist denn dann überhaupt noch Innovation möglich? Und ich glaube, das ist die Antwort, hast du im Prinzip auch gerade schon gegeben. Ne? Also Theorie ist ja letztendlich der Klammerbegriff für das, was wir tun. Also wir nutzen Theorie, um Wege aufzuzeigen, die nicht möglich sind, die man schon mal ausschließen kann. Das heißt, du hast es gerade so formuliert, es gibt unendlich viele Dinge, die man tun könnte. Man könnte auch sagen, für mein konkretes Organisationsproblem gibt es ganz viele mögliche Ideen, die ich haben könnte. Und wenn ich jetzt zwischen den Schnapsideen und den möglicherweise tauglichen Ideen unterscheiden will, um nicht gleich alles anzufangen, also um überhaupt Innovation zu betreiben, genau, könnte man auch sagen, brauche ich eine gute Theorie, die mir sagt, welche Wege nicht möglich sind, damit ich überhaupt vorankomme. Ja. Also wenn ich schon mal weiß, dass es die Gravitation gibt, das ist super trivial, aber wenn ich weiß, dass es die gibt, dann kann ich ja schon mal ausschließen, dass ich über eine Lücke zwischen zwei Häusern springen kann, die 20 Meter breit ist. Und wenn mir einer erzählt hat, er wäre erfolgreich gewesen, weil er über eine Brücke, über eine Lücke von 20 Meter gesprungen ist, kann ich mir allein durch die Theorie ableiten, das kann es nicht gewesen sein, warum er erfolgreich gewesen war. Es muss was anderes gewesen sein, weil das schon theoretisch nicht möglich ist, es sei denn, er hatte irgendwelche Hilfsmittel dabei. Also der kann gar nicht, ja, der kann da nicht drüber gesprungen sein. Genau, ja. Oder so, genau. Das kann, diese Geschichte kann es nicht geben. Aber mir wird immer wieder vorgeworfen, ich habe ja mal ein Buch geschrieben, das hieß Wrong Turn. Ja. Und das wirkt natürlich so, als wenn ich immer nur darstelle, was falsch ist. Und das stimmt letztlich auch. Ich habe dort versucht, alle möglichen Denkfehler von Führungskräften aufzudröseln, die in komplexen Situationen passieren. Und dann lautet die Antwort, aber was soll ich stattdessen tun? Erstmal abstrakt, na lass doch das Falsche sein. Ja. So, und wenn ich das schon mal tue, dann werden aus 1 Milliarde verschiedene Wege plötzlich nur noch 20.000. So, welcher davon der richtige ist, kann ich nicht wissen, er wahrscheinlich auch nicht. Gibt es ja kein Wissen für. Genau, ja. Weil es kein Wissen gibt, aber er kann ja schon mal die anderen zig Millionen alle weglassen. Und das ist doch unglaublich kraftvoll und wirksam, weil man einfach unglaublich viel Verschwendung sein lassen kann. Ich finde auch, dass dieses Gegenargument, das zieht so runter, ne? Also, dass man über destruktive Sachen spricht, also vermeintlich destruktive. Ja. Ich halte das ja für hochgradig konstruktiv, wenn man falsifiziert. Aber es entsteht dabei vielleicht, deswegen wahrscheinlich auch der Kommentar von Benjamin, könnt ihr nicht mal was abfeiern? Mhm. Es entsteht so der Eindruck, das zieht so runter, es hat so einen destruktiven Beigeschmack. Ich finde es ja ehrlich gesagt viel destruktiver und viel frustrierender, wenn ich versuche, einem Beispiel nachzueifern, das beschrieben worden ist, und dann gegen alle Hindernisse laufe, über die ich mir mangels Theorie nicht klar gewesen bin, und dann verzweifle. Ich scheitere. Genau, ich scheitere quasi am laufenden Band, und obwohl diese Geschichte beschrieben steht, ne, und obwohl jemand geschrieben hat, so bin ich erfolgreich geworden, und das Problem steckt ja schon in der Selbstbeschreibung. Also diese Person hat beschrieben, was sie getan hat, und sie hat beschrieben, dass sie erfolgreich ist, und jetzt hat sie den dummen Fehler gemacht, zwischen diesen beiden Ereignissen auch noch ein Deshalb zu packen. Also nicht die getrennte Beobachtung von, das habe ich getan und ich war erfolgreich, sondern daraus wird gemacht, das habe ich getan, deswegen war ich erfolgreich. Ja. Und das, ich weiß nicht, zum ersten Mal habe ich, glaube ich, diesen Begriff dafür bei Nassim Taleb gelesen, vor ein paar Jahren, die narrative Verzerrung. Mhm. Also ich glaube plötzlich nachträglich erklären zu können, warum ein bestimmter Weg zum Erfolg geführt hat. Und dann erzähle ich eine Geschichte und die hören alle gerne. Und das ist ja auch die große Gefahr, in die wir nicht reinlaufen wollen, dass wir euch Geschichten erzählen von irgendwelchen tollen, erfolgreichen Unternehmen. Und dann fragt man natürlich immer, das ist ja immer die Aufforderung, erklär doch mal genauer. Also wie machen die denn das? Und, ah okay, verstanden. Und wie machen sie das? Und jetzt kann man ganz schnell auf den Gedanken kommen, das müsste dann ja genauso auch bei anderen gemacht werden. Ich müsste es so tun oder ich mache es bei meinen Kunden. Und genau dann rennt man in die Falle. Aber es ist natürlich süßes Gift, weil, also da schließe ich mich nicht aus, ich höre auch gerne tolle Geschichten.
Und auch welche, die gut ausgegangen sind. Ein Happy End im Kino ist fast immer schöner als was Düsteres. Ja. Und wenn man dann vor Publikum spricht oder publiziert oder Podcasts macht, dann kann man sich sehr positiver Reaktionen sicher sein, wenn man tolle Beispiele bringt. Ja. Das ist schwierig, da irgendwie aus dieser Umklammerung rauszukommen, weil das ist was Tolles. Und gleichzeitig muss man immer wieder ergänzen, aber es ist eigentlich nur an der Anekdote, die jetzt Spaß macht und Unterhaltung bringt. Wirklich was lernen könntest du nur aus der falsifizierten Geschichte, nicht aus der verifizierenden Geschichte. Ja, ja, genau. Ja, es ist eine Geschichte, die mit der Realität vereinbar ist. Genau. Aber es gibt auch zig andere und diese eine muss bei dir nicht mit der Realität vereinbar sein. Exakt. Und ich weiß ja auch nie, ob er mir die ganze Geschichte erzählt hat. Ja, genau, ja. Das kommt dazu. Ja. Also es ist, ja, Rezepte sind halt sehr ansprechend, ne? Wir lassen uns von denen... Genau, und es bleibt dabei, es gibt immer noch eine emotionale Seite, die Mut macht, die vielleicht so ein bisschen die Haftreibung auch reduziert. Also, ach, soll ich anfangen? Es geht doch eh nichts. Ja. Und dann kommen ein paar gute Beispiele. Ach doch, es geht ja doch was. Dann jetzt mal Arsch hoch und jetzt fangen wir halt an. Das kann es schon bringen. Aber letztlich auch nicht sehr viel mehr. Was ich noch beobachte, was mich auch teilweise manchmal ein bisschen stört, ist, dass diese Aufforderung, doch positiv zu denken, was auch immer das sein mag, dass die kommt immer in so einem moralisch einwandfreien Gewand daher. Ne? Also diese, wenn man in so einer Gruppendiskussion unsere eher falsifizierende Neigung hat, dann kommt es immer gut, wenn man jetzt jemand anders sagt, ja, lass uns doch mal lösungsorientiert denken. Mhm. Ja, das kann man auch, das hört sich gut an, das fühlt sich gut an. Das ist ein Gesinnungsapplaus. Genau, so kann man das nennen. Gesinnungsapplaus, schönes Wort. Ja. Es gibt einen Gesinnungsapplaus und derjenige hat dann erstmal einen Stein im Brett. Und dann ist man der Idiot, weil man die ganze Zeit falsifiziert hat. Ja. Und das ist eine große Gefahr, weil die Tatsache, dass wir solche Menschen feiern, die vermeintlich konstruktive, also positiv schön klingende Vorschläge machen, verhindert eigentlich gemeinsames Lernen. Also man müsste sich von diesem Kulturmuster irgendwie lösen, dass wir solche Menschen auf eine Empore stellen, nur weil sie von positiven Geschichten erzählen. Du hast ja so schön gesagt, es stört dich. Bei mir kocht das dann manchmal über und mich regt das richtig auf, weil das kulminiert manchmal in so Formulierungen wie, naja, man muss das doch nur wollen. So, damit wird ja letztlich fast gesagt, dass Wollen reichen würde, um Berge zu versetzen. Ne? Aber wie sagte Peter Drucker schon, naja, einen Bulldozer verschieben Berge, nicht Gedanken. Ja, so. Ja. Natürlich ist ein Wille eine Voraussetzung, irgendwas zu tun. Soweit ist schon das mal ist klar. Trivial. Das ist aber vollkommen trivial. Das Atmen auch. Ne? Ja, keiner sagt, wir müssen doch nur atmen. Und dann, aber das ist halt so positiv und aber auch schuldzuweisend. Extrem schuldzuweisend. Weil ich will es ja, die anderen wollen es halt ja, genau, nicht. Ne? Ja. Ja, wenn du es nur wollen würdest, ja, dann ganz genau. Würde es ja gehen. Also das, mal abgesehen davon, dass man über sein Wollen auch nicht wirklich disponieren kann. Also wenn ich heute nicht will, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich morgen will. Also mein Gefühl kann ich ja nicht verändern. Das ist. Und gleichzeitig erwische ich mich bei dem gleichen Gedanken, wenn ich meiner Tochter Matheaufgaben erklären will, dass ich schon fast von Anfang an den Eindruck habe, sie hat eigentlich gar keinen Bock dazu. Und ich mir denke, wenn sie doch jetzt nur wollen würde. Das, ja. Aber es hilft halt nichts. Wir kommen auch nicht raus. Nee, ganz genau. Also nochmal eine Lanze gebrochen für diesen, man nennt das manchmal auch lösungsfokussierten Ansatz. Wenn man jetzt in einem ganz konkreten Unternehmen ein ganz konkretes Problem zu lösen hat oder anders formuliert, in einem ganz konkreten Unternehmen das Unternehmen nach vorne bringen möchte, dann würden wir ja beide sagen, ja, was schon Sinn macht, ist das, was funktioniert, aufzuspüren. Ja. Also das, was jetzt schon anders ist als die Norm und funktioniert. Das aufzuspüren und zu schützen und daraus zu lernen. Unbedingt. Und das Beispiel zu zeigen, weil dann kann es inspirieren, kann es einladen, andere auch mal dafür zu begeistern, dass sie was anderes probieren. So. Genau. Also das Funktionierende zu beschützen, auch wenn es noch so klein ist, ein toller Ansatz. Unbedingt. Aber funktioniert immer nur im konkreten Fall. Ja. Das muss man schon noch festhalten. Ja. Okay, soll es vielleicht soweit erstmal gewesen sein. Genau. So, Benjamin, danke für den Impuls. Wir können ja auch demnächst nochmal was abfeiern. Ja. Also wir können ja öfter mal was abfeiern, finde ich. Und dann immer... Und trotzdem noch deutlich machen, was man lernen kann. Nämlich, was man aus der Geschichte von diesem SAP-Beratungshaus lernen kann, ist eben auch wieder, was sie sein gelassen haben. Richtig. Und es ist letztlich, was abzufeiern,
was aus der konstruktiven Kraft des negativen Denkens heraus entstanden ist. Nämlich lasst interne Referenzen weg. So. Stimmt, die sind ja auch genauso mit diesem Vorsatz gestartet, etwas wegzulassen. Genau. Also insofern schließt sich der Kreis. Dann lass uns die Folge mal abbinden, ne? Ja, Lieblingswort. Genau. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich das mal von einem Moderationstrainer oder so, der sagte, man muss am Schluss immer etwas abbinden. Das kriegen wir auch nicht mehr raus aus unserer Sprache. Komm, wir binden mal ab. Wir hatten letztes Mal beim Gründerplausch, beim Tipp der Woche, was immer unsere Rubrik am Schluss ist, habe ich ein Mail-Tool vorgestellt, was ich seit kurzem benutze. Ja. Was ich dufte fand, aber auch so ein paar kleine Einschränkungen. Wie ist das nochmal? Habe. Das habe ich schon wieder vergessen. Spark. So lange hast du es genutzt. So lange habe ich es genutzt. Das lag daran, dass ich das nicht so lange genutzt habe, dass ein Hörer von uns, ein langjähriges Mitglied, der Stefan Verhey, uns kurz danach eine E-Mail schrieb und sagte, er hätte einen tollen Tipp, der hieße Newton. So, wie dieses erste Handheld-Gerät, was Apple mal vor 20 Jahren oder so rausgebracht hat. Oder Isaac. Oder Isaac auch. Und wir haben es ausprobiert beide und scheiß der Hund drauf, es ist gut. Es ist wirklich gut, Stefan. Vielen Dank, Stefan. Es ist, wir haben die 2 Wochen rum und wir haben schon beide verlängert. Ne? Ja, das ist der einzige Nachteil, es ist teuer. Aber das Design ist clean, die Funktionen sind toll. Ich finde es ja nicht so teuer. Und ja, aber man könnte immer sagen, es kostet 50 Euro. Nein. 50 Dollar im Jahr. 43 Dollar, glaube ich, waren es. Und wir haben auch 20% Rabatt bekommen. Ja, okay, man kriegt es ein bisschen günstiger. Aber das ist viel für sonst ein Tool, was man an ganz vielen Stellen für Umme bekommt. Ne? Aber es hat diese ganzen. Das ist ja dein Beispiel, Entschuldigung. Ja, siehst du, jetzt quatsch mir nicht rein. Ja, ich habe auch einen Tipp der Woche. Und es hat so viele schöne Funktionen, wie eine quasi eine Erinnerung, etwas nachzufassen. Also ich schicke jemanden eine E-Mail und das Programm selber, da kann ich es drum bitten, schickt mir eine E-Mail als Erinnerung, ob denn da eine Antwort gekommen sei. Und ich muss das nicht in meine To-Do-App packen, sondern habe das alles im E-Mail drin. Und zusammen in der Verbindung mit Sachen, die auch andere können, sei es sowas wie überhaupt eine E-Mail nochmal zurückzustellen, die dann später nochmal reinkommt oder eine E-Mail später zu senden. Oder auch mitzubekommen, ob der andere eine E-Mail tatsächlich gelesen hat, nicht also bekommen und auch geöffnet hat. Über WhatsApp, ne, das gelöst mit diesen beiden. Mit diesen beiden Häkchen da. Ja. Und mir gefällt auch das cleane Design einfach richtig, richtig gut. Auch da gibt es natürlich immer Kleinigkeiten, wo man besser machen könnte, wie der Bayer hier sagen würde. Aber ich behalte jetzt. Also die ist wirklich cool. Newton Mail heißt sie. Ich sehe gerade, wir müssen uns sputen. Wir sind ja auch fast am Ende. Ja. Weil eigentlich wären wir vor 8 Minuten zum Essen aufgebrochen. Oh ja. Unser Kompagnon Robert wartet. Deswegen jetzt mein Tipp der Woche. Das ist jetzt besonders gut für diejenigen, die gerade bei dem Video zuschauen. Denn die können das hier sehen. Das hier ist eine portable Wasserfilteranlage. Ja, das klingt sehr hochtrabend. Mhm. Also die Zuseher sehen gerade so eine ganz normale Sportflasche. Aber wenn ich die jetzt aufmache, dann siehst du, dass hier drin ein Wasserfilter drin ist und ich habe mich jetzt, also wirklich monatelang immer wieder mit dem Thema Wasserfilterung beschäftigt. Da gibt es viel zu wissen. Zwischendurch noch eine Habilitation verfasst. Und man kann da viele verschiedene Meinungen vertreten, die ich jetzt gar nicht ausbrüten möchte vor euch und mit euch. Es gibt da die Anhänger der Umkehrosmose und die Anhänger der Reionisierung von Wasser. Und dann gibt es auch diejenigen, die sagen, naja, Wasser ist schon immer über viele Gesteinsschichten gelaufen, also braucht es irgendeine Art von Gravitationsfilterung. Letztendlich basiert dieses Ding auf dem Prinzip, ich muss hier also aktiv drücken und erst in dem Moment, wo ich trinke, wird das Wasser durch diese ganz kleinen Poren gefiltert. Das ist unglaublich viel leistungsfähiger als diese ganzen Standardprodukte, die man so Brita-Filter oder so. Genau, also ganz andere Welt. Da gibt es interessante, wie nennt man das? Studien und Untersuchungen zu dem Ding, wo man also bewusst halt Sachen reingekippt hat, die man eigentlich nicht trinken will und das ist alles rausgefiltert worden. Also jegliche Form von Bakterien, Medikamentenrückstände, Chloramin, alles zu 99,999%. Und wir haben die Großversion davon zu Hause stehen. Das ist ja wirklich so ein Apparat. Da kann man dann ein bisschen schneller raus trinken oder zapfen. Und das ist von der Firma Berkey. Das Ding hier heißt Sport Berkey. Ich habe das jetzt immer bei mir. Und wenn ich irgendwo Leitungswasser
Zugang habe, dann wird das damit gefüllt. Und das Wasser, was hier rauskommt, ist besser als das aus Flaschen und aus der Leitung eben. Ja. Und ich witzel immer, wenn er da Cola reintut, kommt Cola Zero unten raus. Genau. Und der Kaffee wird entkoffiniert. Aber er ist begeistert. Ist Quatsch, ja. Was er da sagt. Ja. So, letzte Frage. Ja, wir gehen jetzt essen. Das ist das, was wir jetzt tun. Was machen wir denn nächste Woche, sagen wir immer noch. Ja, was tun wir denn nächste Woche? Ich habe wieder Buchphase. Ich bin immer noch dabei, mit Verlagen zu sprechen für das nächste Buch. Und ich habe nächste Woche einen sehr, sehr schönen Vortrag in Hannover. Was für mich bei solchen Vorträgen oft besonders und schön ist, ist, wenn tolle andere Personen dort auch Vorträge halten. Und da spricht zum Beispiel, den Namen habe ich gerade vergessen, der Trainer. Der Typ ist bestimmt hochgradig interessant. Das ist nämlich der Trainer der Hannover Recken, also der Bundesliga-Handballmannschaft aus Hannover. Und der erzählt, das finde ich immer so schön, der versucht nicht zu übertragen, was tolles Handballtraining für Manager bedeuten könnte, sondern er erzählt einfach nur, was er tut. Und solche Berichte finde ich großartig. Das ist eine tolle Veranstaltung in Hannover. Da kann man sich übrigens auch anmelden. Da kann man einfach hingehen. In diesem Falle mache ich Werbung für meine Webseite larsvollmer.com. Unter der Rubrik Vorträge ist ein Link zu dieser Veranstaltung. Gerne hinkommen. Für Umme, glaube ich. Klingt gut. Was machst du denn noch so? Noch irgendwas? Ich gucke gerade in deinen Kalender rein. Nee, sonst? Gehe ich zum Drückerkönig, falls du das wissen willst. Das ist ein Osteopath. Ich habe nämlich leichte Probleme mit meiner Ferse. Ja, aber das interessiert jetzt, glaube ich, hier nicht. Ich glaube auch nicht. Dann kriegen wir nur wieder schlechte Bewertungen, wenn wir über deine Ferse oder sonstige Sachen reden. Ich kann vielleicht ein bisschen neidisch machen. Ich werde am Samstag nach Madeira fliegen und wieder so eine Workation machen. Also wir sind, glaube ich, 12 Nächte da, gar nicht so lange. Und kriegen auch einen Besuch von einem befreundeten Pärchen. Und ich werde die Zeit nutzen, um sehr intensiv an der Website zu arbeiten. Denn die soll ja noch im ersten Quartal live gehen. Oh ja, unbedingt. Im ersten Quartal 2017. Legen wir uns jetzt fest, naja. Wird sie schon ziemlich weit erschienen sein. So gut wie fertig. Vielleicht werden wir sie sogar schon live schalten im ersten Quartal. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören mal wieder. Herzlichen Dank und schreibt uns bitte eure Bewertungen zu dieser und zu allen anderen Podcast-Folgen. Macht Mut. Wenn diese veröffentlicht wird, bin ich schon in Madeira, denn heute ist der 2. März. Heute ist der 2. März, richtig? Also heute spreche ich übrigens in Hannover. Ach ja, heute spreche ich in Hannover. Also, beeil dich. Wenn du die E-Mail direkt geklickt hast und direkt den Podcast angehört oder angesehen hast, heute, dann weißt du, dass heute Abend Lars spricht. Ja, super. Dann wird es knapp. Ja, aber man kann es ja versuchen. In dem Sinne, alles Gute. Alles Gute, bis bald mal wieder. Tschüss. Ciao.